Meine Damen und Herren, unser nächster Koch ist einer der ganz wenigen wichtigen Kreativköche in Deutschland. Und wenn ich sage, der ganz wenigen wichtigen, dann reden wir von den letzten 1, 2, 3, 4, 5 maximal. Etwas, was vielleicht nicht unbedingt lange Zeit mit seinem Image verknüpft war, was sich aber im Laufe der Zeit sehr deutlich herausgestellt hat. Das liegt daran, es ist ein Koch, der seit den ersten Beurteilungen in seinem Restaurant in Dortmund, in der Spielbank Hohensüburg, einen langen Weg gegangen ist. Aber der Weg ist immer gleich aufgesetzt, einer seltenen Konsequenz. Und ich habe eigentlich immer auf ihn gesetzt und ich habe auch, er ist einer der wenigen Köche, mit denen ich schon zwei FAZ-Gourmet-Visionen gemacht habe, weil ich das Potenzial von ihm einfach für riesig halte. Dass er heute 3 Sterne hat, musste meiner Meinung nach irgendwann passieren. Eine gute Sache, eine solche Entwicklung für Köche, die darüber nachdenken, wie lange man an irgendetwas arbeiten muss und wie zielstrebig man sein muss. Er ist ein professionelles Vorbild in dieser Richtung, ganz sicher. Und gerade heute und gerade, wenn man sich die deutsche Küche ansieht, ein Koch, der alle klassischen Techniken beherrscht und wunderbare Sachen machen kann im klassischen Sektor. Ein Koch, der verschiedene Phasen der kreativen Küche seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mit seiner euroasiatischen Küche mitgemacht hat. Und es war immer gut. Ein Koch, der bestens gebildet ist durch Reisen in die ganze Welt. Er gehört zu den am besten informierten Köchen, die ich kenne. Und ein Koch, der heute sehr konsequent an einer internationalen Vernetzung arbeitet. Auch das ist dringend zu empfehlen. Man weiß nur nicht, wem man es empfehlen soll, weil um in diese internationalen Kongresse zu kochen, muss man natürlich erstmal irgendwo angekommen sein. Wir werden heute sehr interessante, sehr aufwendige Arbeiten von ihm sehen. Und wir werden auch darüber reden, warum sie so aufwendig sein können, nicht unbedingt müssen. Wir werden bei seinen Arbeiten daran denken müssen, dass sich Moderne heute in der Kochkunst in sehr verschiedenen Bereichen abspielen kann. Wir haben Phasen hinter uns, dominiert von Adria und den Spaniern, die spektakulär waren. Optisch, nicht unbedingt aromatisch, wie Sie wissen. Wir haben Phasen der Reduktion hinter uns. Wir sind in einer Phase, wo es um die Ausweitung der Aromatik geht. Und vor allem sind wir in einer Phase, wo es um eine neue Struktur der Gerichte geht. Viel feiner, viel abgestimmter, als es jemals der Fall gewesen ist. Und das erzeugt natürlich auch einen ganz interessanten Zusammenhang mit dem, was sich zwischen Koch und Gast abspielt. Wie intelligent muss der Gast sein für eine solche Küche? Kann er sie auch so essen, von links nach rechts oder nicht? Wir werden heute dazu etwas erfahren, im Übrigen auch morgen bei Andreas Caminada zum Beispiel. Meine Damen und Herren, wir werden zuerst einen kleinen Film über Thomas Bühner vom La Vie in Osnabrück sehen. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie bitte ganz herzlich Thomas Bühner. Dankeschön. Nicht zu danken. Herr Bühner, Sie haben auch erstmal noch ein kleines Filmchen mitgebracht. Ja,
Gucken wir uns jetzt an. Wir haben uns gedacht, wir zeigen auch mal einen kleinen Eindruck, weil nicht alle Welt kennt Osnabrück, obwohl es sich lohnen würde. Also haben wir einen kleinen Film mitgebracht, um mal ein bisschen das Umfeld zu zeigen. Bitte schön. Thank you.
Herr Bühner, vorab meine kleine Frage am Rande. Essen Sie Ihre eigenen Gerichte? Ja. Essen Ihre Leute die eigenen Gerichte? Ja, Grundvoraussetzung, anders geht es nicht. Und nicht nur die Elemente, sondern das komplette Gericht. Also hinsetzen an Tisch, Teller, so wie er serviert wird? Das klappt nicht immer, aber der Teller ist so, wie er serviert wird und er muss probiert werden. Küche und Service. Gut. So, was kriegen wir denn heute hier? Wir haben drei Gänge. Ja, wir haben drei Gänge aus unserem aktuellen Menü. Wir beginnen mit einem Ammesköl, das wir machen. Das betone ich nur deshalb, weil es weitaus komplizierter ist als manchmal ein ganzer Fischgang oder zwei Fischgänge zusammen. Wir haben einen Hauptgang, das Lamm, und als Dessert vom René Frank ein Schokoladendessert mit Goji, Beere und Asia-Müsli. Aber dazu später mehr. Gut, fangen wir an. Gut, wir fangen an. Ich kann ja vielleicht mal damit anfangen, ich kann nicht müde werden, das immer wieder zu betonen. Ich stehe immer mit meinem Namen dafür oder als Person, aber das wäre bei uns natürlich alles nichts ohne die Mitarbeiter. Kein Erfolg ohne ausgezeichnete Mitarbeiter, und wir haben sehr, sehr gute Mitarbeiter, allen voran der Sascha Lisowski, er ist der Küchenchef, daneben der Tobias Pietsch als Sous-Chef und Daniel Guevara, Che, der bei uns die Kreativarbeit macht, das Umsetzen von Ideen, eigene Ideen mit reinbringen, dass wir immer auch neue Gerichte machen können. Wir schaffen das heute nicht mehr, mal so nebenbei irgendetwas Neues zu machen. Früher waren viele Sachen vielleicht noch aus der Not geboren oder aus irgendeinem Mangel oder einem anderen Umstand. Da wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen. Sie haben relativ aufwendige Präparationen. Wie koordinieren Sie das in Ihrer Küche mit den Vorbereitungen, mit dem, wie man es in einem anderen Fach sagen, vielleicht Qualitätsmanagement? Die gleiche Qualität bei so vielen Zutaten, mit den gleichen Leuten? Die Hauptarbeit in der Küche ist ja einmal Produktqualität, Vorbereitungsqualität, das, was Sie sagen. Wenn ein Gang entsteht, wird er probiert, der erste Teller eben mit den beteiligten Köchen, dann kriegt die Frau Kanner-Gartner einen Teller zum Probieren, weil sie es natürlich nachher auch verkaufen muss, sie muss wissen, worum es geht, sie hat auch eine sehr, sehr gute Zunge, es kommen nochmal Anregungen dazu oder Veränderungen, dann präsentieren wir diesen Teller Gästen, Freunden von uns, die eine sehr geschliffene Meinung haben, weil mir auch eine Laienmeinung sehr wichtig ist. Und wenn dann der Teller komplett ist, wird das Gericht dazu, das Rezept dazu aufgeschrieben. Dass Sie sich nicht stören. Es gibt Bilder dazu, dass jeder weiß, und dann werden die Aufgaben auf den Posten verteilt. Na, stört aber. Dann werden die Aufgaben auf den Posten verteilt und dann fügt sich das halt erst wieder zusammen. Wie weit wissen Ihre Leute, was in Ihrem Kopf umgegangen ist bei der Konzeption eines Tellers? Also wir sprechen laufend darüber. Es ist aber auch nicht nur ich als einzelne Person, die daran beteiligt sind, auch die anderen sind daran beteiligt und gerade der Daniel Guevara halt in der Hauptsache. Es gibt ja so wichtige Stellen, es kann ja sein, bei Ihrer Form der Konstruktion, wo es sehr stark auf Proportionen ankommt, es kann ja sein, dass eine minimale Veränderung in der Würze von einem Element die Mechanik des Tellers durcheinander bringen könnte. Ja, ich glaube, dass das ganz viel mit Vertrauen zu tun hat, Vertrauen in die Mitarbeiter. Wir besprechen das immer, ich bin überhaupt kein Schreihals in der Küche, ich bin nicht streng, aber sobald es eine Veränderung gibt, müssen die etwas sagen. Die Konsistenz stimmt nicht, der Geschmack stimmt nicht oder sonst irgendetwas, was dort passieren kann, dann gibt es immer sofort ein Gespräch, immer wieder Rückmeldung. Und wir haben unsere Küche ganz anders organisiert als vielleicht andere Küchen. Es sind immer die gleichen Leute daran beteiligt. Das führt einfach dazu, jeder kontrolliert den anderen mit und dass die Sachen gleich sind. Die Teller sehen vom ersten bis zum letzten gleich aus. Und das macht mich halt sicher, dass die Proportionen auch stimmen. Ich weiß, dass das diffizil ist, aber es funktioniert. Und wir machen das ja gestern Abend zum Beispiel 46 Mal am Stück. Kommen wir mal zu dem Teller. Ja, die ersten Komponenten sind schon auf dem Teller. Könnt ihr, glaube ich, ruhig zügig weitermachen. Einige Gerichte, einige Rezepte sind halt inspiriert eben durch den Garten am Schloss Ippenburg, dass wir dort Zugriff auf Sachen haben, die wir früher nicht hatten. Ganz, ganz feine
Petersilienwurzeln, die so dick sind wie ein Bleistift, die noch ganz jung im Geschmack sind. Wie hoch ist der Rohanteil bei Ihren Gerichten? Ah, das kommt drauf an, das kann ich im Prozent nicht sagen. Es gibt aber immer rohe und gekochte. Aber hat sich stark verändert? Hat sich stark verändert zugunsten der rohen Produkte. Also wir haben da jetzt auf dem Teller schon mal diese weißen Streifen, die Petersilienwurzeln, die grünen Streifen sind Boretsch-Stiele. Boretsch ist dieses eklig nadelige Zeug, wächst bei uns im Garten, blöd. Und man kann nicht nur die Blüten verwenden, die Blätter sind genauso essbar wie der Stiel. Und das finde ich, das spiegelt sich in vielen unserer Gerichten wieder, dass wir nicht nur ein Produkt nehmen, nicht nur Kohlrabi, sondern auch die Stiele, die Blätter dazu. Und was ist Ihr Grund dafür, jetzt zum Beispiel Boretsch zu nehmen und sagen, wir gucken uns das genau an und wir können es einsetzen in einem Drei-Sterne-Restaurant, bei einem adäquaten Drei-Sterne-Teller? Neugierde, ganz einfach Neugierde. Ich habe keine Schranke im Kopf, dass ich irgendetwas nicht probieren könnte. Und häufig ist das, es entstehen die besten Sachen daraus. Eine Kartoffelschale kann doch auch was Tolles sein. Und ich meine auch, dass das eben ja, sowas sein sollte, wie der hippokratische Eid eines Kochs, aus jedem Produkt etwas Gutes zu machen, zu forschen, zu gucken. Jeder Arzt muss versprechen, dass er jedem Patienten nach bestem Wissen und Gewissen hilft. So müsste jeder Koch eigentlich versprechen, aus jedem Produkt etwas Schmackhaftes machen zu können. Darf ich vielleicht mein Lob von Beginn noch erweitern? Ich sehe das auch so, dass Herr Bühner, glaube ich, einer der ganz wenigen Köche in der deutschen Spitze sind, die in keine Richtung irgendwelche Probleme kennen, die keine Berührungsnöte entwickeln mit irgendwelchen neuen Produkten oder neuen Techniken und die dem Ganzen mit einer nach wie vor sehr großen Offenheit gegenüberstehen und die eigene Küche auch nicht, wie das manche Kollegen tun, bis aufs Messer gegen andere Küchen verteidigen. Ja. Gibt es hier nicht. Wir haben hier auf dem Teller, um nochmal zu beginnen, die weißen Streifen, die Petersilienwurzeln, die Boretsch-Stiele. Dann gibt es eine Petersilienwurzel-Butaga-Creme, die weißen Punkte, die Erdmandeln dazu. Und in diesem kleinen Schälchen befindet sich Hamachi. Wir müssten vielleicht dazu sagen, wo das eigentliche Hauptprodukt ist, weil man die Zuordnung der Elemente dann ein klein wenig hier besser versteht. Ja, das eigentliche Hauptprodukt kommt ja erst noch. Das ist die marinierte Sardine. Die machen wir jetzt. Was machen Sie mit der Sardine, um sie ein klein wenig eleganter zu bekommen? Sie wird zunächst geschuppt, filiert, dann abgewaschen, in Wasser gelegt. Danach wird sie mariniert in einer Marinade, die wir dann nochmal durch eine andere Marinade ersetzen. Wie lang ungefähr? 24 Stunden. Und dann wird sie halt darin gelagert, jetzt der Länge nach nochmal halbiert, das einzige Filet. Und jetzt rollen wir die einfach nur auf und geben die dazu. In dem kleinen Schälchen ist ein Hamachi, den wir ganz kurz gekocht haben und dann in Olivenöl, man könnte fast sagen wie ein Thunfisch, lagern. Dazu kommt ein Gemüsesalat, bestehend aus eben auch Petersilienwurzeln, Kartoffeln, ein bisschen Karotte, Petersilie und Speck, den wir da oben zugeben. Können Sie uns bei einigen der Elemente zumindest sagen, warum Sie die zu der Sardine einsetzen? Ja, das fällt mir wirklich, es ist häufig geprägt eben von Intuition und Petersilienwurzel. Ich kann das nicht immer begründen. Fragen Sie mal einen Maler, warum er gerade das Violett einsetzt. Das ist halt ganz schwer. Wir haben einen ungeheuren Reichtum. Wir sind ja dankbar für jedes, aus einem bestimmten Grunde sind wir dankbar für jedes Wort, was wir in diese Richtung erfahren, weil ein Teil der Kultur betrifft natürlich auch die Überlieferung von Kultur. Und insofern ist die zumindest partielle Entschlüsselung von Werken der Kochkunst auch eine wichtige Sache, um die Sache weiterzugeben in die Zukunft. Das stimmt. Das ist der Grund. So, jetzt kommen Trauben dazu, entkernte Trauben. Und dann sind wir fast schon so weit, dass es um das Finish geht. Ich frage allgemeiner, wenn ich mir das so angucke, die Balance zwischen den Texturen, cremigen, festeren, nachhaltigeren Texturen, die ein bisschen mehr Länge entwickeln, anderen Sachen, die relativ schnell weg sind, spielt anscheinend schon eine Rolle. Spielt eine große Rolle. Also jetzt
kommt ein wenig Mozzarella dazu für die Cremigkeit, die Trauben, die Frische zu den Sardinen. Der Fischsalat, dieser eigentlich ganz klassische Fischsalat, der so ein bisschen eher mampfig ist. Jetzt kommt es noch mal ein bisschen Sardinenöl. Unten im Bild sehen wir ein Sardinengelee. Es ist eben häufig sind die Sachen so, dass uns eine Zubereitung zu wenig ist. Es ist immer die Deklination eines Produkts. Der Sardine, der Petersilienwurzel, es wiederholt sich auf unserem Teller. Jetzt kommen Kodiumalgen dazu, die wir in wie Tempura halt kurz backen. Das große Element halt in dem Gericht, das jodig ist. Kann man hier noch von einer Dominanz des Hauptprodukts Sardine reden? Nein. Mein Lehrchef hat während meiner Ausbildung immer gesagt, das Wichtigste auf dem Produkt, auf dem Teller ist das Fleisch. Der Rest spielt eine Nebenrolle. Das würde ich heute vollkommen ausschließen. Bei uns spielen alle Produkte die gleiche Rolle und es ergibt sich dadurch der Geschmack. Und Sie haben am Anfang die Frage gestellt, wie isst man sowas? Ich denke, dass es möglich sein muss, so einen Teller ohne Anleitung zu essen. Es muss sich von selbst ergeben. Wir hatten hier noch ein zweites Mikro, wenn wir das brauchen. Es muss sich von selbst ergeben und der Gast muss nicht einzelne Produkte daraus picken, um den Geschmack zu haben. Er kann das machen. Jedes einzelne Detail auf dem Teller muss einen tollen Geschmack haben, aber auch die Summe aller, wenn man mit dem Löffel einfach nur da durchgeht und fährt etwas auf den Gut, treiben wir es ein Stückchen weiter. Wenn Sie sich vorstellen, wann haben Sie das Gefühl, ein Gast isst einen solchen Teller optimal in Ihrem Sinne? Wenn er nicht drin rumstochert. Er kann kurz mal einmal die Komponenten probieren. In dem Fall würde ich den Salat mal gelten lassen als Extra-Komponente. Gut, wie würden Sie anfangen zu essen? Ich würde mit dem kleinen Salat anfangen, in dem Schälchen, den Gemüsesalat mit dem Hamachi und dann halt kreuz und quer dadurch. Und Sie sind, die Konstruktion ist so angelegt, dass also ein Kreuz- und Quer-Degustation immer andere immer wieder Akkorde neue Eindrücke, immer wieder neue. Die aber in sich stimmig sind und stabilisiert sind. Ja. Wie kontrollieren Sie diese Balance? Das ist ja nicht gerade einfach. Ja, wie soll ich sie kontrollieren? Ich kann und will dem Gast nichts vorschreiben. Ja, bei den Degustationen zum Beispiel, wenn Sie Ihren eigenen Teller essen oder mit Ihren Leuten, was würde Ihnen als ein negativer Effekt auffallen? Zum Beispiel? Einzelne Komponenten, die nicht harmonisch sind. Die rausstechen? Ja, die wirklich stark, deutlich rausstechen. Die Akkorde beeinträchtigen mit anderen. Ja. So. Jetzt hat es in der Mitte noch ein Erdmandel Schaum Espuma gegeben und ein Erdmandel-Eis obendrauf, dass wir noch ganz leicht gesalzen haben. Und dann wäre der Teller eigentlich schon soweit fertig. In den Salat gibt es noch getrocknete, karamellisierte Anchovies und Garnelen. Wenn wir noch einen Löffel haben, kann der Herr Dullase ja vielleicht mal probieren und seine eigenen Schlüsse sagen. Meine Damen und Herren, marinierte Sardine, Pastinake und Erdmandelmilch, Thomas Bühner. Weiter. Für ein Sardinengericht sehr leicht, sehr mild, mit einem Hauch von Süße im Hintergrund, einer soliden mittleren Basis durch die verschiedenen Cremes, die Sie hier haben, die eigentlich immer im Mund drin bleibt,
da hinein dann verschiedene aromatische Tupfer von den Blüten und verschiedenen Elementen. Die Süße natürlich von den Trauben unter anderem, aber auch die Creme, Baiser und so wirkt auch alles ein bisschen süßlich. Und einige Texturspitzen, die aber sehr kross und mürbe sind, das heißt sich relativ schnell auflösen und nicht jetzt nachhaltig zu lange sind und die anderen Sachen dominieren. So, das ist so der erste Eindruck zu der Struktur von diesem Teller. Gut, womit machen wir weiter? Wir machen weiter mit einem Hauptgang, Süßkartoffeln mit einem geschmorten Lamm. Jetzt habe ich oder doch oder nicht? Doch wieder. Lammnacken gefüllt mit einem Lammbries. Dazu gibt es ein Lammrückenfilet und ein Lammtatar. Ich weiß nicht, werde ich immer gehört? Kann das gar nicht so genau sagen. Dazu machen wir Süßkartoffel. Auch da, wir werden immer oder uns wird immer gesagt, meine Güte, wie viele Komponenten auf dem Teller, wie viele unterschiedliche Sachen. Aber im Grunde genommen ist es gar nicht so viel. Es sind drei unterschiedliche Zubereitungen vom Lamm und dann die Süßkartoffel, die wir mehrfach halt in unterschiedlichen Arten zubereitet haben. Mal cremig, mal als kleine Kartoffelkugel, dann als eine Art Aioli. Es gibt sie kross in einem Ring gebacken. Also Sie strukturieren das, sagen wir, in Produktgruppen. Ja. Das Hauptprodukt, was in verschiedenen Elementen vorkommt und verschiedene Blöcke sozusagen von Zutaten, die in unterschiedlichen Texturen oder Aggregatzuständen... Es ist einige Jahre her, da haben wir zwei uns mal darüber unterhalten, wie man allein durch unterschiedliche Schnittarten den Geschmack verändern kann. Wenn man ein rosa gebratenes Lammrückenfilet nimmt und schneidet zunächst außen die Röstschicht ab und gibt die auf den Teller und hat diesen medium gegarten Kern, gibt ihn dazu. Wenn man den nochmal in dünne Scheiben schneidet, dann habe ich drei unterschiedliche Geschmäcker auf den Teller aus einem Produkt erzeugt, nur durch Schnittform. Und dem geschuldet ist das auch ein wenig, dass wir jetzt sagen, wir machen einen Tartar, um das Rohe des Lamms zu haben, einen geschmorten Nacken, der halt eben über seinen Geschmack dann dort eine gewisse Schwere erzeugt. Und das Filet. Sie haben eine etwas unterschiedliche Garung für, Sie nennen das die La-Vie-Garung für das Lamm. Was ist das? Ja, wir machen das schon seit, ich glaube, 15 Jahren. Ich denke, bei den meisten hat sich das schon durchgesetzt. Früher haben wir immer gesagt, rückwärts garen. Wir garen zuerst das Fleisch und braten erst dann am Ende an. Gegart wird zwischen 100 und 120 Grad. Müssen Sie aber aufpassen, also nicht jetzt wie bei der Garung im Vakuum, dass Sie ja die Temperatur ansteuern, die etwas unterhalb der Endtemperatur sind, weil Sie nachher noch 3 Grad draufkriegen durchs Nachbraten, sondern Sie gehen höher ran. Wir gehen höher ran. Wie lange dauert das? Bei so einem Lammrückenfilet vielleicht 10 bis 12 Minuten. Muss aber überwacht werden. Wie alles im Leben. Was ist der Vorteil für... Wir haben ja viele Leute auch, die ganz normal irgendwo essen gehen, haben ja etwas Probleme manchmal mit der Fleischtextur, die aus der Niedrigtemperaturgarung kommt. Das kann ich verstehen. Was sagen Sie dazu? Also wir haben zwar den Lammnacken jetzt auch relativ lange, 24 Stunden bei 65 Grad gegart, aber ich glaube, dass da ein leichtes Missverständnis herrscht. Bei noch niedrigen Temperaturen zu garen, ist für mich eher Gammeln als Garen. Und es ist das Einzige, was stattfindet, ist eine Bindegewebszersetzung. Das Fleisch ist danach nicht zart, sondern mürbe. Und das führt zu einem ganz gravierenden Geschmacksunterschied. Für denjenigen, der nicht weiß, was mit mürbe gemeint ist, mürbe ist dann, wenn ich Mutters Rinderroulade mit der Gabel so abstechen kann. Das hat nichts mehr mit zartem Fleisch zu tun, sondern die Struktur ist zerstört und vor allem der Geschmack ist zerstört. Hohe Temperaturen führen immer zu einer Geschmacksveränderung. Ja, wir haben ja auch noch ganz alte andere Techniken, die normaler sind. Heinz Winkler zum Beispiel, der hingeht, das Lamm anbrät und es absolut auf einem Rost erkalten lässt erstmal. Ja, aber und nicht in der Wärme durchziehen also lässt. Auch das, da ist ja jeder frei, wie er das macht. Mir erschließt sich das nicht. Warum ich für jeden Laien ist das so, die Röstschicht ist Geschmacksstoffe. Jeder möchte gern sein Steak schön gebraten haben. Ich bin nicht immer davon überzeugt, dass es so sein muss, weil wenn ein Fleisch wirklich gut ist, funktioniert das auch ohne Röststoffe. Aber Röststoffe sind halt sehr geschätzt bei den Leuten. Warum
ich so etwas an den Anfang des Garprozesses lege, wenn es doch viel besser wäre, das an das Ende zu legen, um dann frische Röstaromen zu haben. Was sagen Sie zu der, da gibt es ja auch ein Extrem, was sagen Sie zu der Technik, die Kerntemperatur minus 3 Grad, also mal 56 Grad jetzt per Niedrigtemperaturgarung zu holen im Vakuum und dann mit dem Lötkolben und der Pfanne dran zu gehen? Ach, ich weiß nicht, also da bin ich zu konservativ. Gibt es sicherlich. Ich halte da auch nicht viel von. Ich mag eben auch diesen Geschmack von brauner Butter und von Aromaten oder von Olivenöl. Diese reine Flamme, das kann jeder mal versuchen, die erzeugt keinen schönen Geschmack. Die erzeugt eine krosse Struktur, aber keinen schönen Geschmack. Gut, wir sind jetzt so weit, dass so einiges auf dem Teller ist. Bitte, um was handelt es sich da? So, wir haben unterschiedliche Komponenten schon angerichtet. Es gibt einmal eine Süßkartoffelcreme, der Streifen in der Mitte. Und wenn wir dann der Reihe nachgehen, das Weiße ist eine Comté-Creme. Dann gibt es Mungobohnen, die nur in Wasser eingelegt werden. Circa, die sind roh und geben halt so einen ganz grünen, rohen Geschmack. Gemischt mit gekochten Amaranth. Obendrauf ein Lammtatar, das wir mit unterschiedlichen Gewürzen mariniert haben. Die Aioli von Süßkartoffeln mit einer geschmorten Süßkartoffel. Daneben eine Tarte vom Comté, eine klassisch amerikanische Käsekuchen eigentlich mit Ricotta und Comté. Dann unterschiedliche Komponenten nochmal von der Süßkartoffel. Rohe, marinierte Süßkartoffel, die hier einmal als Röllchen und im Streifen liegt. Ein gekochter und aufgepoppter Amaranth. Dieses Pulver, das dazwischen ist. Und eine Cannelloni, eben auch mit einer Käsecreme da drin. Ist irgendeine Rolle doppelt besetzt oder ist jede Rolle nur einzeln besetzt? Jede Rolle ist nur einzeln. Nur einzeln besetzt? Ja, es gibt zwei rohe Komponenten von der Süßkartoffel, aber mal ganz dünn, anders wahrnehmbar. Und dann aber so abgestimmt, dass, sagen wir mal, die cremigen Texturen sich nie zwei die gleichen kommen, aber sich ergänzen. Die nächste ist etwas weniger cremig und die andere etwas stärker, etwas nachhaltiger. Jetzt kommt noch ein großes Element dazu, dieser gebackene Ring von der Süßkartoffel dazu. Bei dem Teller in der Mitte der geschmorte Lammnacken mit dem Brief, das bei eben 120 Grad gegarte Lamm, das wir kurz in der Pfanne nochmal gewendet haben. Und was auffällt an dem Teller ist, dass wir keine Soße verwenden. Ich glaube, wenn das Produkt wirklich gut ist, braucht man keine Soße. Wir können Haben Sie denn noch, wie viele Fonds verwenden Sie denn noch für Marinaden oder unheimlich viele. Bohren oder das so treibt uns in den Wahnsinn. Sehr, sehr viele Muschelfonds, Langostinofonds, von unterschiedlichen Fleischteilen Fonds. Wir brauchen sehr, sehr viele Fonds, aber eben aus der Überlegung, die wir vor einigen Jahren mal präsentiert haben, dass es für mein Verständnis, es gibt keine Soße, die den Fleischgeschmack oder den Fleischgeschmack des Produkts unterstützt. Wenn Sie allein ein Kalbskotelett nehmen, Sie können eine Rotweinschalottenjus dazu machen, dann haben Sie Rotweinschalotte als Geschmack, eine Trüffeljus, Sie können eine Bernese oder sonst irgendetwas dazu machen. Immer verändern Sie den Geschmack des Produktes. Aber es ist natürlich auch ein großer Anspruch an einen Koch, dass er dann, wenn er Produkte hat und Zubereitungen, die in sich tragen müssen, dann muss das Produkt sensationell gut sein, Garung sensationell und Aromatisierung. Ja, aber das wäre halt der Anspruch. Ja. Aus dieser einen Überlegung haben wir ja mal präsentiert, diese Jus, die wir im Rotationsverdampfer hergestellt haben, die ausschließlich aus dem Fleischsaft bestand, entweder aus Reh oder vom Rind oder sonstigen Produkt. Also wir haben die Soße als Geschmacksverstärker benutzt für das Ausgangsprodukt. Und das haben wir jetzt hierbei nicht, aber die Komponenten sind so gut und so saftig, dass das von alleine getragen wird. Mit den Soßen dazu. Es gibt jetzt noch dazu ein Baiser. Ich denke, den können wir schon nehmen, oder? Ein Oxalis, ein Sauerklebaiser, den wir herstellen. Kurze Zwischenfrage, wo kriegt man so viel Oxalis her? Es gibt Geschäfte, die haben so viel davon, die verkaufen die. Keltenhof, Gewarondi. Ja, gibt es also. Es gibt es zu kaufen, ja. Spinatsaft ist da mit drin. Das Wasser, was wir abtropfen vom Joghurt, wird mitverwendet. Ein wenig Salz. Und daraus machen wir ein Baiser mit
Eiweißsilo und getrockneten Mehring, die dazukommen. Wir haben noch eine weitere Komponente, ist jetzt dazugekommen, der braune Klecks auf den Teller. Es ist ganz wenig Lammjus mit den kleinen Mikroelementen aus einer rosa Grapefruit, die so ein bisschen für Bitterstoffe sorgt. Jetzt kommt der Oxalis Gelee dazu, der Oxalis Mehring dazu. Meine Damen und Herren, Thomas Bühner, Lammnacken und Bries mit Oxalis. Eine Komponente haben wir noch vergessen, das Weizengras. Gehörte mal zu den Produkten, wo ich gesagt habe, braucht kein Mensch, ist aber durch dieses grüne, ganz rohe, ursprüngliche Aroma mittlerweile einer von meinen Favoriten geworden. Auch das ist da drin. Jetzt kommen noch ein paar Weizengrasblätter dazu. Und es gibt neben dem Lamm-Tatar noch so ein Weizengras-Gelee, der das halt so ein bisschen die grüne Seite. Herr Bühner, die Erklärungen dauern wie immer länger, als man fürs Essen brauchte. Deswegen müssen wir jetzt noch mal zum Dessert kommen, zügig. Ich probiere derweil schon mal. Vielleicht erklären Sie schon mal, wie es hier weitergeht. Ich habe vorhin schon die Mitarbeiter vorgestellt. Wir haben in der Patisserie René Frank, den ich vorhin nicht vorgestellt habe. Für mich ist er einer der besten Patissiers, die ich je kennengelernt habe, weil seine Desserts halt nicht süß sind, sondern sie sind immer von einer großen Vielfalt geprägt. Es gibt nicht nur eine Komponente auf den Teller, sondern immer sehr viel. Und das kommt der Küche halt sehr entgegen. In den ganz unterschiedlichen Desserts war das bisher so, dies ist eine neue Kreation von ihm, Gochi mit Schokolade und einem Asia-Müsli, aber das kann er auch dann selber dazu erzählen. Also wir haben ja angefangen mit einem... Geht das? Nee, das scheint nicht von der... Jetzt geht's. Also angefangen, man sieht ja auf dem Teller einen Joghurt aus Soja und Kokos, darauf ein Schokoladengelee, das ein bisschen die herbe Note reinbringt. Und dazu gibt es dann ein Asia-Müsli. Das ist frittierter Reis mit karamellisierten Sojabohnen und grünem Tee und noch etwas scharfem Currypulver, das noch ein bisschen Würze reinbringt. Wie weit spielen Bühner denn bei den Desserts? Jetzt haben wir mal so Überlegungen zur Konzentrierung auf wenige Produkte eine Rolle. Oder ist das, wo man spielt mehr? Nee, wir haben... Das ist ja eins von unseren aktuellen Desserts. Das andere ist der Gravensteiner Apfel, wo das Dessert nur aus einem Produkt besteht, nämlich den Apfel in unterschiedlichen Ableitungen gemacht. Da ist jetzt ein bisschen mehr Vielfalt, aber ich bin nicht zwingend davon überzeugt, dass man eine große Vielfalt braucht, um unterschiedlichen Geschmack zu erzeugen. Aber das ist aromatisch sicherlich großes internationales Kino im Moment, was dort auf dem Teller ist, auch wenn es jetzt nicht so unmittelbar mit vielen Zacken versehen ist. Also die Sachen dürfen ja ruhig mal ein wenig schlichter herkommen. Wir haben, Sie haben das vorhin gesagt, dass ich als sehr kreativer, innovativer Koch gelte oder dass La Vie eben eine sehr kreative Institution ist. Was ist Kreativität, frage ich mich dann immer. Wir haben keine Provokation dabei. Wir haben diesmal mutwillig und ausdrücklich auf neue Geräte verzichtet. Es gibt kein Sonic Prep oder sonst irgendetwas, sondern ich glaube, ein Großteil der Innovation sollte heute eben darin liegen, dass man den eigentlichen Geschmack der Produkte in den Vordergrund stellt. Und dass es eben so schmeckt, wie es schmeckt, in der Harmonie, die das erzeugt, muss das halt so sein, dass sich alles zusammenfügt. Wir müssen aufhören. Eigentlich haben wir schon überzogen. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit braucht. Eine Frage noch. Natürlich. Ich muss Herrn Bühner, nachdem ich ihn so viele Jahre verfolgt hat, habe in der Küche natürlich auch fragen, wie es weitergeht. Nicht bei Ihnen persönlich, sondern nicht nur bei Ihnen persönlich, sondern wie Sie die weitere Entwicklung in den nächsten Jahren sehen. Ich glaube, ich bin da ganz schlecht, Trends zu erraten oder Trends zu erraten. Aber ich glaube, dass es eine Konzentration aufs Produkt geben muss, dass es
für uns, für unsere Arbeit nur das eine ist. Wie erzeuge ich den bestmöglichen Geschmack? Meine Damen und Herren, La Vie in Osnabrück, Thomas Bühner und seine Crew. Applaus